Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Informationsvideo. Es gibt eine große Veränderung auf diesem Kanal und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Ich sage es direkt frei raus, ARK wird es ab heute nicht mehr geben. Am Anfang war die neue Staffel ARK Genesis super interessant für uns, aber wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass über diese kurze Zeit doch eher ein Zwang draus wurde und Deko und ich einfach gar keine Lust auf dieses Spiel hatten. Wir brauchen einfach eine kleine Pause von ARK. Jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ist dieses Projekt vorbei. Es tut mir leid für jeden, der dieses Projekt gerne gesehen hat, aber es gibt natürlich auch viele andere Leute auf YouTube, die bestimmt coole ARK-Formate bringen, wie zum Beispiel Beam, Dextro, Sharks oder Keith Jaw. Schaut da gerne mal vorbei. Ich kann dann mit meiner zusätzlichen Zeit, die ich dadurch gewinne, dass wir kein ARK mehr gemeinsam aufnehmen, mich wieder eher auf Solo-Projekte konzentrieren. Das wird noch viel, viel mehr, wenn das Wrath-Projekt zu Ende geht, aber natürlich habe ich jetzt schon ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich kann jetzt wieder zum Beispiel Happy Wheels bringen oder auch mal den Drogensimulator weitermachen. Das sind einfach so Formate, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich mich nicht zwingen muss, aber ich gerade einfach nicht die Zeit dafür habe. Ich dachte, ich ziehe jetzt die Reißleine, bevor wir dieses Spiel einfach auf Zwang bringen. Ihr habt nichts davon und wir auch nicht. Und deswegen haben wir uns so entschieden. Es gibt noch ein paar weitere Veränderungen. Deko ist gerade super, super viel am Livestream. Selbst ich habe es einmal geschafft zu livestreamen und bin da eher auf Reaction eingegangen. Und ich habe echt gemerkt, dass ich da Bock drauf habe. Hat sich bei mir einiges getan. Deko ist immer noch nicht so der Reaction-Freund. Und apropos Reaction, da gibt es dann ja auch noch eine Reaction auf eine Barty-Level-Asian. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Wenn mehr Zeit da ist, werde ich natürlich auch nochmal den Livestream starten. Die Leute, die eingeschaltet haben, haben gemerkt, ich habe gerade ein paar Probleme mit dem Internet. Es sind wahrscheinlich einfach zu viele Leute daheim. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Hate-Welle bekommen. Ich wollte einfach ehrlich mit euch sein und deswegen haben wir uns so entschieden. Also vielen Dank, meine Freunde, für euer Verständnis und Dankeschön auch, dass ihr uns immer wieder bei Instant Gaming unterstützt. Auch unser Zweitkanal wächst und gedeiht. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr den noch nicht kennt. Ja, Daumen nach oben. Weiß nicht, ob ich das sagen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es dennoch tut. Bis dann, reingehauen.